Strammes Programm. Hallo, herzlich willkommen zur Vorlesung Programmieren und Modellieren im Wintersemester 2021 oder 2021. Die viertletzte. Ha, wir fangen jetzt mal an, runden Countdown. Wir sind durch mit den wichtigsten Dingen. Wir haben jetzt alle verstanden, wie man objektorientiert modelliert, wie man seinen Hauptspeicher organisiert, wie man so Szenarios anfängt umzusetzen. Wir haben verstanden, wie man Graphical User Interface programmiert. Ich meine, da sind wir noch dran, aber immerhin. Warum es da so Listener gibt und Controller und Model View Controller Pattern und alle so einen wunderhübschen Kram. Wir wissen jetzt eigentlich schon so, wir haben eine erste Idee, wie Persistenz funktioniert, wie man was auf die Festplatte speichert und von da wiederholt. Das werden wir heute noch mal ein bisschen revisiten, aber im Wesentlichen sind wir damit durch. So, damit könnt ihr Desktop-Programme schreiben. Die habe ich jetzt hier mal auf der linken Seite aufgeschrieben, die Single-User-fähig sind. Das heißt, ich kann immer eine Person kann das benutzen, hat ein Benutzerinterface, speichert die Daten nachher bei sich lokal auf dem Rechner auf der Festplatte ab und kann das den nächsten Tag wieder starten, hat die Daten wieder im Computer, kann da weiter dran arbeiten und so weiter und so weiter. Das ist klassische Desktop-Technologie aus den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, da haben wir das so programmiert. Und das ist eben so das, was man so in den ersten drei Semestern Informatik im Prinzip im Großen und Ganzen lernt. Tatsächlich sind sich die Götter schon nicht ganz einig, ob Graphical User Interface Programmierung zu dem Grundwissen von Informatik angehört. Ich finde ja, und deswegen haben wir das auch mit reingepackt. Tatsächlich geht der Trend von diesen Desktop-Programmen ein bisschen weg, mehr zu Web-Programmen. Tatsächlich werden wir in dem Softwaretechnik-Praktikum im vierten Semester ein kleines Serverprojekt mit euch machen. Und der wesentliche Punkt ist, bis jetzt haben wir für diese Party-App, wo wir die Abrechnung mitmachen, ein Graphical User Interface, wir haben ein logisches Datenmodell und wir haben so einen Event Store, nenne ich das jetzt mal, da liegen die Daten nachher auf der Festplatte. Und wo wir jetzt hinwollen ist, wir wollen das mit mehreren Personen gleichzeitig benutzen, man nennt das kollaborativ oder nebenläufig oder wie auch immer. Das heißt, wir wollen auf zwei verschiedenen Computern Bill Ellis und Bob unsere App gleichzeitig benutzen und die wollen Sachen für die gleiche Party buchen. Und das soll bitteschön nachher in dem gleichen Event Store irgendwo sammeln und wenn die dann irgendwie den nächsten Tag später das wieder öffnen, sollen die Beiträge von beiden Leuten da gemeinsam irgendwo aufschlagen. Ellis hat ein bisschen lokale Daten bei sich im Hauptspeicher in ihrem Computer. Bob hat das gleiche bei sich auch. Was wir jetzt brauchen, um das Ganze zu erledigen, ist, wir brauchen einen Party-Server. Wir brauchen ein drittes Programm eigentlich, wo Alice und Bob die Sachen hinfunken. Der Party-Server sammelt das, mischt das zusammen, schreibt das hier rein und wenn Alice nächsten Tag wiederkommt, dann kann Alice den Party-Server fragen, hey, warte mal, was hast du denn für Daten? Und dann schickt der Party-Server an Alice alle diese Geschichten. Prinzipiell, wenn Alice jetzt gerade bucht, ich habe irgendwie Salat gekauft für 7 Euro, dann wird das auch an diesen Party-Server übermittelt, wie lernen wir heute. Und der Party-Server sagt dann dem Bob, du, hey, Alice hat was gemacht, trag das doch mal bei dir auch ein, damit beide eine aktualisierte Sicht der Dinge haben und wissen, was ist denn jetzt alles für die nächste Party eingekauft worden. Und gebucht worden, wie ist denn das Ganze alles? Im Wesentlichen funktioniert das so, dass wir die Single-User-App, die wir bis jetzt haben, den Event-Store, den wir da gerade mühsam drunter geschraubt haben, den schrauben wir wieder drunter weg und bauen dafür so einen Party-Server, der den ganzen Kram hier macht. Das ist der Plan für die nächsten 3 Wochen. Im Großen und Ganzen. Solange wird das in etwa dauern. Und wir sind jetzt an einer
Stelle, wo wir uns mit Nebenläufigkeit, Multithreading, paralleler Ausführung und bösen Dingen beschäftigen müssen. Und wir werden dafür nochmal so eine Restekiste aufmachen und uns dieses Plattform-Run later angucken. Was der Clemens im Discord irgendwie geschrieben hatte, wenn euer Test irgendwie schneller läuft als euer Graphical User Interface oder ihr macht aus eurem Test raus einen Zugriff auf euer logisches Datenmodell und dann feuert so ein Property Change, der versucht, das Graphical User Interface zu aktualisieren, dann schreit irgendwie dieses Java FX rum, da ist ein fremder Thread in meinen Daten. Was zur Hölle ist da schiefgegangen? Und das müssen wir uns heute angucken. Und das wird eine gute Dreiviertelstunde brauchen, fürchte ich, wenn nicht noch länger, bis wir das geklärt haben. So, Ctrl-Tab. Ctrl-Tab. Da sind wieder viele Dinge, die wir gar nicht sehen wollen. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar eine abstrakte Maschine. Na, ihr wisst alle, eure Java-Programme laufen in einer abstrakten Maschine und wir brauchen irgendwie so eine gemeinsame Vorstellung davon, wie die im Großen und Ganzen funktioniert. Könnt ihr die Schrift lesen? Also, was wir haben in so einer abstrakten Maschine, ist so ein kleiner Bot hier unten. Kann jeder den Bot sehen? Wer kann den Bot sehen? Super. Der arbeitet da so vor sich hin. Und zwar tatsächlich beginnt bei Java-Programmen alle Ausführung mit der Main-Methode. Das heißt, was so ein Programm, wenn es startet, im Wesentlichen macht, ist, der sagt dem kleinen Roboter hier, du, führ doch mal bitte die Main-Methode aus. Dafür geht der jetzt, und ich habe jetzt mal gedacht, ich nehme jetzt mal so einen JUnit-Test als Hauptding. Im Hauptspeicher des laufenden Programmes gibt es ein Objekt, das die JUnit-Basisklasse repräsentiert. Völlig verwirrend. Es gibt Objekte, die Klassen sind. Ich kann es nicht ändern, das ist so. Also es gibt so ein Objekt, ich habe dem jetzt mal, habe das hier in so einer YAML-Schreibweise hingeschrieben. Das heißt, der Bindestrich kündigt das neue Objekt an. Dann habe ich gesagt, die brauchen alle Objekte, haben irgendwie eine eindeutige Nummer. Das habe ich mal durch dieses Add-Symbol geschrieben, das soll Kurzform für Adresse sein. Und da steht jetzt an der Speicherlocation 0042. Kann das jeder lesen? Oder brauchen wir das größer? Könnt ihr lesen, wunderhübsch. Ich kann es kaum erkennen, muss mal hier eine Brille aufsetzen. Das Objekt hat eine Klasse. Und das ist aus verwirrender Weise auf dieser Stelle klar. Also die Java Virtual Machine hat sogenannte Laufzeit-Typ-Informationen. Das heißt, es hat einfach so kleine Zettelchen, Post-its, auf denen, und zwar für jede Klasse ein. Dann zusätzlich hängt an diesen Klassen hängen andere Zettelchen dran, oder es gibt andere Zettelchen, die die Methoden repräsentieren, die zu diesen Klassen gehören. Also, und in der Klasse ist aufgelistet, wie viele Methoden habe ich denn eigentlich? Und dann gibt es jetzt zum Beispiel hier diese Methode 0043 oder wo die Zettelchen, auf denen diese Methode draufgeschrieben ist, die Nummer 0043 hat. Das ist vom Typ Methode oder hat die Klasse Methode. Der Name davon ist irgendwie RunTest. Das ist eben eine Methode von diesem JUnit. Es gibt übrigens auch noch eine Main-Methode, die habe ich gar nicht aufgeschrieben und so weiter und so weiter. Und eigentlich müsste das hier Main heißen, finde ich. Weiß es nicht genau, müssen wir gleich nochmal gucken. Main, wunderschön. Da gibt es schon den Quelltext dazu. Der liegt da in so einer maschinenlesbaren Form, den habe ich jetzt mal im Klartext passiert. So, was jetzt diese virtuelle Maschine macht, ist, der kleine Bot nimmt sich den Zettel für diese Main-Methode und macht daraus eine Kopie. Legt die vor sich hin und legt auf diesem Zettel noch so ein paar andere Informationen ab. Also das ist ein neuer Zettel, ein sogenannter Procedure Call Frame. Weiß einer von euch, was ein Procedure Call Frame ist? So ein kleiner Zettel, den der Bot vor sich hinlegt.
wo im Prinzip der repräsentiert den Aufruf oder die Ausführung einer Methode. Na? Und auf diesen Zettel schreibt der kleine Bot sich auf, was sind denn eigentlich die Parameter, die diese Methode hat und was haben die gerade für Werte? Was für lokale Variablen habe ich? Was haben die gerade für Werte? Wo in meinem Code bin ich jetzt gerade? Tatsächlich ist normalerweise so, steht da nur die Zeilennummer, die ich gerade ausführe. Damit das ein bisschen klarer für uns ist, habe ich jetzt einfach mal den kompletten Code hier mit hinkopiert. Dann können wir einfach sagen, das Erste, was wir machen, ist, wir führen jetzt diese Zeile hier aus. Na? Und da steht drinne NewJUnit. Na, wir sind in der Main-Methode und das Erste, was das macht, das legt ein JUnit-Objekt an. Na? Die Main-Methode ist statisch, die gehört irgendwie so direkt zur Klasse, da gibt es noch kein Objekt. Das heißt, jetzt brauchen wir ein Objekt. Ich habe das mal vorbereitet, ich bin so stolz. Haben wir ein Objekt. Ne? Das hat jetzt die Adresse 9000. Aus historischen Gründen ist es so, dass so ein Programm so einen fortlaufenden durchnummerierten Adressraum hat. Ab Adresse 0 liegt normalerweise der Programmcode. Das heißt, da sind die ganzen Klassen abgelegt und die Methoden und der ganze Kram. Wenn das Ding zu Ende ist, startet der sogenannte Procedure Call Stack. Das ist der Bereich, wo die Prozeduraufrufe abgearbeitet werden. Da habe ich jetzt hier mal mit 4000 begonnen. Und gegenüber vom Procedure Call Stack, am anderen Ende meines Hauptspeichers mit ganz hohen Nummern, liegt der sogenannte Heap, der sogenannte Freispeicher. Deswegen habe ich jetzt hier, da werden die Objekte angelegt, die ich für so New-Befehle brauche. Na? Das heißt, dieses JUnit-Objekt, was ich jetzt hier mit dem New-Befehl anlege, hat so eine hohe Nummer hier. Ich habe jetzt mal 9000 gesagt und der Heap wächst von den hohen Nummern hin Richtung Mitte des Hauptspeichers. Der Call-Stack wächst von den niedrigen Nummern auch Richtung Mitte. Wenn die sich treffen, hast du Out-of-Memory-Express. So einfach. Ist das organisiert. Okay, 9000 ist ein Objekt vom Typ JUnit und das hat jetzt hier als einziges Attribut mal so einen PWD für, CWD? Irgendwie steht das für das Current Working Directory. Das müsste eigentlich CWD heißen. Das ist da, wo ich gerade bin, ne, wo ich aufgerufen bin. Das ist auf magische Weise da reingekommen. Da sind ein paar Schritte, die ich jetzt hier weggelassen habe. Das ist nicht so schwierig, wie das passiert, aber lasse ich jetzt mal gerade weg. Und das Ding heißt irgendwie Group Up Tests, irgendwie da bin ich, werde ich jetzt gerade ausgeführt. Das ist in meinem Projekt, die Projektwurzel, das möchte ich jetzt gerade irgendwie machen. So, und das merke ich mir jetzt hier unter der Variable JU. Das heißt, ich lege auf meinem Procedure Call Frame Objekt prinzipiell eine lokale Variable an. Das hätte ich eigentlich vorhin schon gemacht haben müssen. Sorry for that. Das ist immer auf diesem Zettel immer schon vorbereitet, diese Formularfelder. Und da schreibe ich jetzt rein die 9000. Die Nummer von dem Objekt hier oben. Na? Und weil Nummern irgendwie unfassbar doof sind, werden wir in Kürze den Objekten irgendwie einen Klartextnamen geben. Ne? Von IKEA lernen heißt Nummern durch Namen ersetzen lernen, weil man sich Namen besser merken kann. Das ist nur richtig besser lesbar, sind dann symbolische Namen. Das ist das, was wir normalerweise auch machen, wenn wir ein Objektdiagramm zeichnen. Dann geben wir hier einen Namen wie Room 1 oder Matheraum und schreiben dann dahinter Doppelpunkt Room. Das ist die Abkürzung dafür, dass hier dieses klassische Unit weggelassen wird. Und dann ist das Ganze, sieht das aus wie ein Objekt aus unserem Objektdiagramm. Und dann machen wir einen Strich drunter von dieser Spezialzeile und dann werden die anderen Attribute aufgezählt. Ansonsten ist das einfach das Gleiche. Gut, das heißt, jetzt haben wir diese Zeile hier schon ausgeführt. Super cool. Und dann sagen wir JU Run-Tests. Jetzt sagen wir, hey, führ die doch mal bitte alle aus. So, dieses Run-Tests, dafür müssen wir prinzipiell diese Methode Run-Tests haben. Hey, machen wir uns eine neue Methode. Die hat jetzt hier die 102. Ist das eine gute Idee? Nein, ist die falsche.
Wir kopieren den. Hey, haben wir noch eine Methode? Das ist die 0044, ist auch eine von dem hier aus der Klasse JUnit. Ist das nicht die? Ne, da hatten wir die Main-Methode, hatten wir schon, genau. Das hier ist jetzt die 0044. Run Tests. Wunderschön, die kriegt offensichtlich keine Parameter und hat irgendwelchen Code. Ne, den ich jetzt auch nochmal offen lasse. So, den habe ich hier. Wunderhübsch. So, was jetzt dieser kleine Bot macht, wenn er diese Zeile hier ausführt, sagt er, oh, ich soll eine Methode rufen, da lege ich mir einen neuen Procedure Call Frame an. Das habe ich hier mal vorbereitet. Nein, Mist. Ctrl-Z. Irgendwie ist das Copy heute zickig. Ctrl-C. Hey, haben wir einen neuen Procedure Call Frame. Der hat jetzt die Nummer 4001. Ne? Der liegt direkt hinter diesem 4000er. Und tatsächlich legt dieses kleine Männchen, diese Zettelchen einfach alle so übereinander. Und später nimmt er den, wenn er fertig ist mit der Methode, nimmt er den obersten Zettel und schmeißt ihn in die Tonne. Und dann ist der Licht, dann guckt er sich den Zettel an, der da drunter liegt und sagt, ah ja, von da bin ich gekommen, den führe ich jetzt weiter auf. Das heißt, diese Zettelchen werden so übereinander gestapelt, deswegen heißt das Ganze Stack, ne? Stapel. Okay, und das ist Last in First Out, ne? Ist so ein ganz normaler Stack. Ne? Und okay, das ist der 4001, das ist ein Call Frame wieder. Der heißt irgendwie Run Tests und der hat ein This-Objekt, nämlich 8900. Nee, wieso? Das JUnit-Objekt ist das da oben, 9000. Hey, na? Hier steht ja in diesem Methodenaufruf, halt, ich schiebe das hier nochmal auf Seite, dass man das besser sieht. Da stand ja JU wird zu New JUnit, dann haben wir uns gemerkt für diese Variable. JU, da ist die 9000 drin. Geh doch mal daran, sag dem irgendwas Schönes. da steht die 9000 drin. No JUnit. JUnit Run Tests. Na? genau, das heißt, wir haben das hier auf dem JU-Objekt aufgerufen, auf diesem 9000er, das heißt in unserem Call-Frame hier. Schreiben wir in der Sys als zusätzlichen impliziten Parameter uns die 9000 rein, damit wir wissen, dass wir mit diesem Objekt arbeiten. Und das gibt uns insbesondere Zugriff auf dieses Current Working Directory hier, von, das wir uns hier oben gemerkt haben. Das heißt, wir können mit unserem Call-Frame, weil wir die Nummer von dem zugehörigen Objekt wissen, auf Attribute des umgebenden Objekts zugreifen, wie das so ist. So, und der Code, den der dann ausführt, ist irgendwie sowas wie vor irgendwelche Tests, die du in diesem Arbeitsverzeichnis irgendwo findest. Na, was der jetzt also tatsächlich macht, ist, er geht hier hin, guckt, wo das Current Working Directory ist, durchsucht im Prinzip diesen ganzen Kram. Und was er tatsächlich macht, ist, der geht hier in diese Liste aller Klassen rein, die ja zur Laufzeit schon da sind. Ist das wahr? Tut er das? Weiß ich nicht genau. Wo er sucht, weiß ich nicht. Auf magische Weise findet er jetzt die Klasse IH. Nein. Ctrl-C. Das Copy muss ich noch üben. Ich habe das vorbereitet, das ist das Schöne. Ich tue den mal hier ein bisschen mehr auf Seite. Findet er die Klasse Group App GUI Test, das ist eine, die habe ich programmiert. Das ist die, mit der wir die letzte Zeit immer unsere Graphical User Interface für diese Group App getestet haben. Na? Und ich habe der jetzt mal die Nummer 0100 gegeben, warum auch immer. Demnächst werden wir einfach mit dem Namen direkt dazu greifen und diese Nummer, das sparen wir uns, weil das irgendwie völlig verwirrend ist. Die hat irgendwelche Properties, die weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das sind Attribute, die diese Klassen hat, die werden auch alle beschrieben und hat irgendwie Methode 0101 und 102. Nein, 0102.
Aber welches ist denn diese Methode 0102? Control. Das ist das Problem. Ha, ich klicke das falsch an. Verrückt, da ist die Methode. Hey, juhu. Das ist die Methode Start. Irgendwie wird das hier ein bisschen eng. Ich mache mal so ein bisschen runter. Das ist die Startmethode von unserer Klasse. Na, und lass uns doch mal gerade da richtig reingucken. Ich habe das hier nochmal zur Hand. Das ist die Group Up GUI Test. Das ist die, die wir jetzt gerade malen im Prinzip oder die wir gerade in unseren Hauptspeicher geladen hat. Die hat so eine Startmethode, die wird irgendwie auf magische Weise zuerst aufgerufen. Warum habe ich noch nicht rausgekriegt? Da steht nicht wirklich direkt eine Annotation dran. Irgendwie macht der Application-Test das auf magische Weise und ich weiß nicht genau wie. Und der hat diese Methode Test-Term-Break, an der dieses magische Klammer auf a Test steht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und in dieser Startmethode, die hat einen Parameter, das ist wichtig, Stage. Die muss irgendeiner irgendwann mal erzeugt haben und ich weiß nicht genau, wann und wie das passiert ist. Und unserem kleinen Bot da gesagt haben, hier ist die Stage, sag das mal, wenn du das aufrufst, benutzt das hier mal. Und dann stehen hier im Wesentlichen solche Dinge drin, wie sys.stage wird zu Stage, App wird zu New Group Party App, Upstart und solche Dinge mehr. Das müssen wir gleich tun. Also was dieser Callframe 4001 hier macht, der sagt ja Run-Tests. Der durchsucht jetzt hier diese ganzen Klassen nach Testklassen, die er ausführen soll. Und da drinnen sucht er dann nach Methoden. Und dann findet er diese Startmethode und sagt, oh, dann rufe ich die doch jetzt mal auf. Das heißt, im Prinzip geht hier dieses Test-Class-Test durch. Dann kommt im Prinzip als nächstes, Ctrl-C. Ctrl-V, noch so ein komischer Prozedur-Callframe. Zack, ich ziehe den mal nach hier. Man achte auf die unglaublich schöne Farbkodierung. Statischer Programmtext. Heap, Procedure-Call-Frame. Oder Stack, Procedure-Call-Stack. So, da steht jetzt irgendwie dran, ruf doch mal die Startmethode auf diesem Objekt 8000. Was er da nämlich schon gemacht hat, ist, er hat diese Testklasse, dafür hat er ein Objekt erzeugt. Das heißt, er erzeugt mir ein 8000er Objekt. Juha. Ne? Heap wächst nach unten. 9000 war dieses JUnit-Objekt. 8000 ist jetzt unser GUI-Test-Objekt. Das JUnit findet meine Group-App-Test-Klasse, legt davon eine Instanz an, ein Objekt, und benutzt dann anschließend dieses Objekt. Das ist relativ wichtig, dass man das hat. Na, und das macht im Prinzip hier dieser Loop Test-Class. Da ist noch irgendwas fehlt dazwischen, weiß ich nicht genau. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt plötzlich hier und führen die Start-Methode, die hier, von dem 8000er Objekt aus. Na? Und dann ist der Code, der hier drin steht, ist komplett falsch. Da wollen wir natürlich diesen Code hier ausführen. Und ich komme gleich zu den spannenden Geschichten. Jetzt steht da sowas drin wie App wird zu NewGrab. Und hier steht auch noch eigentlich sowas wie die Startmethode hat ja eine Stage als Parameter. Und auf irgendeine nicht fassbare Weise ist dieses Stage-Objekt erzeugt worden. Das hat im Prinzip das eine Methode, die uns fehlt. Von diesem ApplicationFX hat das irgendwie gemacht. Ich weiß nicht genau. Dem habe ich jetzt mal die 8900 gegeben. Das ist die Klasse Stage. Die Stage hat sowas wie XY-Koordinaten. Wo am Bildschirm wird das dargestellt? Eine Width, eine Height, eine Scene. Die Scene gibt es noch nicht. Die müssen wir gleich da noch eintragen. Ne, und so Dinge mehr. Ne, und das ist dann nachher das Objekt, das repräsentiert unseren Fensterrahmen. Okay, wunderschön. Das heißt, wir können die Stage-Nummer hier schon eintragen. Das ist die 8900. Juha. Wir haben unseren Code hier. Dann sagt der, ho, ab wir zu New Group App. Das heißt, wir brauchen schon wieder ein Objekt.
Und das habe ich noch nicht mal vorbereitet. Ne? Yeah. Machen wir uns hier noch ein Objekt. Das nennen wir jetzt mal 7999. Das wird direkt hier davor angelegt. Und das ist unsere App. G-App. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Und das hat bestimmt auch viele, viele Attribute, die ich jetzt aber alle gar nicht weiß. Na? Model, ein View, ja, solche Dinge. Aha. Group App, Start Stage, wunderschön. So, ich komme gleich dazu, warum wir dieses Plattform Run Later brauchen. Jetzt führen wir das gerade durch. Ja, jetzt haben wir diesen Befehl schon ausgeführt und dann merken wir uns, hier lokal gibt es ja jetzt diese Variable App, aber tatsächlich steht in unserem Programmquelltext, schreibt das irgendwie nach sys.app. Schreibt das bitte in das Attribut von unserem Objekt. Das heißt, wir schreiben das nicht in eine lokale Variable, sondern wir gucken uns den Zettel mit der Nummer 8000 an und schreiben das da rein. Da schreiben wir rein, unser App, das ist die 7999. Verrückt. Ne? Das heißt, der GUI-Test hat eine Variable, die ein Attribut, das App heißt. Glaubt ihr mir wieder nicht. Ne? Da, dieses. Ja, wir haben in dem GUI-Test ein Attribut deklariert, das heißt App. Und wenn wir New Group Party App ausführen, dann wird so ein gelbes, tiefgelber Zettel angelegt, der kriegt eine Nummer und die speichern wir hier und da müsste eigentlich sys.app stehen, wenn wir ordentliche Menschen wären und das heißt, es landet letztendlich dann an dieser Stelle beziehungsweise in dem Objekt, nicht in der Klasse. Das ist ja Klassenquelltext, das heißt, wir müssen uns immer klar machen, das ist ja gerade geladen, dieses Objekt. Das ist hier dieses, der GUI-Test-Objekt, das 8000er. Und da in das App-Attribut steigen, tragen wir das jetzt ein. So, und dann ist das nächste, was er macht. Er sagt, bevor er das macht, macht er dieses hier, sys.stage wird zu stage. Lass uns das auch eintragen. Das müsste eigentlich eine Zeile sein, die hier davor steht. sys.stage wird zu Stage und wenn er das ausführt, dann sagt er, ich habe Stage als Parameter bekommen beim Aufruf und ich habe ein Attribut in dem This-Ding 8000er, der hat eine Stage und da muss ich die Stage-Nummer eintragen. Der Parameter, den ich gekriegt habe, war hier die 8900. Das trage ich jetzt hier ein. Dann tu das doch auch, du Depp. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So, dann wird als nächstes prinzipiell nach der Startmethode die Kunst ist richtig zu klicken, gibt es hier noch eine neue Methode, das ist die 102. Das ist die Methode aus unserem Test, Test Term Break. Wunderhübsch, in weiß, ich kann es großartig. Und die hat irgendwelche anderen Parameter, die ich gerade alle nicht weiß und wieder Code und all solche Dinge mehr. Ne, und dann macht er hier wieder einen fröhlichen gleich, wenn er app.start gemacht hat, macht er, dann ist er irgendwann mit diesem hier fertig. Wichtig. Ne? Mit dem Frame, mit dem Callframe ist er fertig. Den schmeißt er weg. Das Objekt, was damals dazugehört hat, bleibt natürlich erstmal bestehen. Wenn das noch irgendwo verwendet wird oder irgendjemand darauf zeigt, solange bleibt es da, irgendwann kommt ein Garbage Collector und holt das weg, aber die Objekte bleiben, die Callframes kommen und gehen. Dann lege ich einen neuen Callframe an. 402 wieder, warum auch nicht? Immer noch klar, ist Callframe. Der kriegt... Ja, das gehört immer noch zu dem GroupUp-Test. Jetzt rufen wir ja die neue Methode, dieses Test-Term-Break. Das heißt,
das hier, ah, das ist anders. Test Term Break. Die hat keine Parameter, das passt soweit. Das App-Objekt ist immer noch unser Testobjekt, ja. Und die macht dann eben fröhliche Dinge. Die hier so stehen. Na, und dann steht hier als allererstes dieses Click On. Na, lass uns das doch mal hier hinschreiben und dann probieren wir dann mal, was passiert jetzt, wenn wir das ausführen. Click On. Passt hier nicht in eine Zeile. So. Jetzt wird es kompliziert. Bis hierhin hat unser JUnit-Test so gelaufen, im Single-Thread-Mode oder ganz normal gelaufen, bei Main gestartet und losgeackert. Na, alles ist gut. Und dann irgendwann kam dieser Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen so ein Fenster. Mach uns doch mal bitte einen Stage. Den Schritt habe ich hier nicht mit hingemalt. Seht mich geil, große Dinge. Mach uns doch mal bitte so ein Fenster. Dann sagt das Computer, ja, ich gebe dir schon so ein Fenster, aber hey, wenn der Benutzer mit seiner Maus in dieses Fenster reinklickt, dann hätte ich schon gern, dass du auch reagierst. Na? Und jetzt sagt dieses kleine Männchen hier, ich soll reagieren, hallo, ich führe gerade hier diese Testmethode aus, ich habe hier einen Prozedurkeller vor mir, ich kann nicht reagieren, ich bin busy. Ich habe hier so Zettelchen, ich arbeite die ab und die ganze Zeit und ich habe nichts anderes Zeit. Ich bin der ist total Single, Narrow, Scheuklappen auf, ich gucke nicht rechts und links, ich mache hier meine Zettelchen und fertig. Ja, doof. Schade auch, irgendwie. Deswegen haben die Götter gesagt, naja, na gut, dann stellen wir noch ein Männchen ein. Das heißt, wir holen uns einfach noch so ein Bot. Und den schieben wir hier hinten hin. Na, oder noch ein bisschen weiter nach rechts. Moment. Shift. Und mehr. Ah, Mist. Danke. Ah, so. Uha. Ich habe irgendwie ein neues Männchen gemacht, das ihr nicht seht. Kannst du mein Picture-in-Picture mal nach oben ziehen? Iha, wunderschön. Und ich muss das mal irgendwie nochmal, geh mal auf 50%, zieh das mal irgendwie unfassbar breit, zieh das mal unfassbar breit und groß, scroll mal so ein bisschen, zieh das breit und groß, wir brauchen mehr Platz. Ja, und dann habe ich einfach, ich habe jetzt gerade ein zweites Männchen eingestellt. Der Grund dafür ist, irgendeiner muss sich darum kümmern, wenn der Benutzer auf den Bildschirm klickt. Oder Tastatureingaben macht oder irgendwie was. Und der hier sagt, ich mache gerade den Test, ich bin dicht. Deswegen wird ein zweites Männchen eingeteilt. Und jetzt gibt es so einen Punkt, das nennt sich so Interprozesskommunikation. Das Betriebssystem oder euer Computer sagt dann diesem Männchen, schickt er demnächst irgendwie immer so Events zu. Dafür hat der, lass uns das mal... gewinkeltes Verbindungselement, das geht doch schief. Versuchen wir es mal. Der hat hier so eine kleine Box liegen. Erstmal brauchen wir es wieder größer. 100%. So. Und hier das weg. Und was wir wollten, war ja so eine Verbindungslinie. Mist, so eine. So, ja, irgendwie so. Aber eigentlich hätte ich sie gerne so, so, nee. Ist einfach falsch, ist nicht das, was wir wollen. Was wir brauchen, ist eine normale Linie, zack, und noch eine, zack, und noch eine, zack. So ein Inbox-Ding. Ne? Das ist einfach jetzt hier nur, das liegt jetzt neben dem. Und das Männchen guckt einfach nur immer in diese Box rein, ob da ein Task drin liegt. Und wenn da einer drin liegt, nimmt er den Task und führt den aus. Und im Augenblick ist das irgendwie leer. Was jetzt passiert, wenn wir dieses Click-On ausführen, dann nimmt dieser kleine Roboter meine Maus in die Hand und klickt im Graphical User Interface auf meiner Stage irgendwo hin. Und der Effekt davon ist, dass so ein äh,
Procedure Call Frame. Ja. Hier in dieser Box landet. Dem gebe ich jetzt mal so eine 5000er Nummer. Mir gehen die Nummern aus, Mist. Irgendwie so, da steht irgendwie so ein Call Frame. Und zwar, das ist irgendwie so on action. Auf magische Weise. Ne? Oder Klick oder Fokus oder Klick, irgendwie sowas. Ne? Und der kleine Bot nimmt sich diesen Callframe aus seiner Inbox raus und sagt, ja, okay, das mache ich jetzt. Und fängt an, den abzuarbeiten. Ne? Und dann irgendwann klicke ich mal auf so einen Button, dann wird so eine Action aufgerufen, die ändert irgendwas am Modell, dann wird ein Listener aufgerufen, der ändert was am Graphical User Interface. Wunderhübsch, das sind hier viele, viele Methodenaufrufe, die der kleine Bot alle fröhlich abarbeitet. Irgendwann ist er damit mal fertig, entfernen, entfernen, entfernen. Irgendwann hat er den auch fertig, dann sagt er, super, bin fertig. Dann guckt er hier in seine Inbox rein, ist da noch einer drin? Ach nö. Na? Und den hier, den nennen wir mal Plattform. Wegen, kann man hier einfach so drüber schicken? Nee, geht nicht. Ha, 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 ha. Dann legen wir doch so eine Textbox hin. Hi, hi, hi. Platti, nenne ich den mal. Na, das ist der Plattform Run Later, der Platt. Form Executor. Ne, eigentlich ist das mehr so, irgendwie kann man den über den Namen erreichen, es ist noch ein bisschen komplizierter, aber da kommen wir jetzt schon irgendwie mit hin. So, das heißt, wir haben jetzt einfach noch ein zweites Männchen in unserem Computer eingestellt. Der hat so eine Inbox, da kannst du eben Prozeduraufrufe reinlegen, dann arbeitet er die ab und dann der kann, macht das die ganze Sache. So, das ist jetzt dieser zweite JavaFX Thread. Thread ist Englisch für Ausführungsfaden und meint einfach, da ist im Computer nochmal so ein Prozedurkeller angelegt und da gibt's, der wird eben nochmal getrennt ausgeführt. Ne? Und wenn der fertig ist, dann legt er sich hier schlafen und ist erstmal wieder zufrieden und wartet auf neue Aufträge. Okay, so funktioniert das. Und jetzt nochmal, warum ist der so nörglich? Ich habe hier auch so einen Plattform-Run-Later. Wenn ich einen Screenshot machen möchte, ne, ich hatte ja nachher erklärt, ich mache so Screenshots nachher, dann muss ich das machen. So, dieses Plattform-Run-Later kriegt als Parameter so einen Lambda-Ausdruck. Das ist dieser Teil hier. Ne, und das ist ein Stück einfach eine Methodenaufruf im Großen und Ganzen. So ein Call-Frame-Zettelchen. No? Und was das Plattform Run Later eigentlich tatsächlich macht, ist, es sagt diesem JavaFX-Thread, diesem kleinen Plattibot, hier ist nochmal ein Auftrag für dich. Und legt ihn dann dahin und dann macht er das. No? Und der darf das. So, prinzipiell haben wir ja hier oben dieses eine Objekt gehabt, Stage. Ne? Da habe ich jetzt C noch offen gelassen. Da hängen ja viele, viele weitere dran. Die alle dieses... ein Button und so weiter und so weiter. Ne? Und die haben viele, viele Eigenschaften, die ich jetzt nicht gemacht habe. Das heißt, diese ganzen Objekte, die das Graphical User Interface bauen. Das Problem mit diesen Threads ist, die teilen sich den Heap Space. Und prinzipiell kann jeder von diesen beiden Bots hier in diesen gelben Zettelchen rumfuhrwerken, wie er mag. Die blassgelben, die Callframes, sind auf magische Weise geschützt. Der Main-Bot hier, hey, Main ist ein cooler Bot für den, Name für den, der Main-Bot, der kommt an den Prozedur-Callframe von dem Platti ums Verrecken nicht dran und Platti kommt auch nicht an diese Callframes von dem Main-Bot dran. Das ist geschützt, die Nummern werden, die halten die einfach, der hält ja die Schütze die Hand drüber. Ne? Also so, du darfst bei mir nicht abschreiben. Die Dinger hier oben und die Dinger hier, die liegen offen im Hauptspeicher für alle zugreifbar. Für die Klassenvariablen, Klassen hier oben, diese hellblauen Boxen, diese Static Code Box,
Ist das relativ unkritisch, weil im Allgemeinen in diesem Speicherbereich nicht geschrieben wird. Ausnahmen sind Static Variablen, aber die sind eh böse, das nutzen wir ja nicht. Na? Static Variablen liegen auch hier, da könnten auch beide Schreiben drauf zugreifen, aber eigentlich heißt das, dieser hellblaue Bereich Static Area oder Static Code Area, weil das Bereich ist, der ist schreibgeschützt, da darf man nicht drauf schreiben. Dieser gelbe Bereich im Heap, da ändern alle möglichen Bots dran rum wie blöde. Und da passieren böse, böse Dinge. Wenn der Mainbot jetzt hier anfängt, im Modell rumzuschrauben, löst der Listener auf, die dann anschließend in diesem Field, in irgendeinem Field, neue Werte eintragen. Textfield oder so ähnlich. So, wenn der Textbot hier gerade daran anfängt, da einen neuen Value einzutragen, hello, und der ist da gerade so am Tippen, H-E-L-L, irgendwie was, und in dem Moment fängt der Plattibot an und zeichnet das Fenster neu. Das könnte schief gehen, könnte klappen, wissen wir nicht. Was ganz schlimm ist, wenn der Platti gerade in der Schleife durch alle Children von einer V-Box läuft und in dem Moment wird dann eine neue V-Box reingehängt oder wird in dieses V-Box ein neues Kind dran gehängt, also eine H-Box, weil das so eine Liste ist, so ein List-View-Ding. Dann schmeißt Java eine Concurrent Modification Exception. Hatte die schon mal einer? Wenn ihr eine Schleife macht und über eine Menge und an der Menge wird Schreiben währenddessen geschrieben. Also im Rumpf der Schreibe macht er das. Dann geht Java auf die Barrikade und sagt, seid ihr irre. Na? Der Grund dafür. Das könnte eine Hash-Tabelle sein. Wissen wir nicht. Ist eine Collection, ist abstrakt. Ist aber eventuell auch eine Array-List. Na, nehmen wir an, es ist eine Array-List. Und du laufst da so drüber. Und da wird jetzt irgendwie weit vorne ein Element gelöscht und ihr seid so in der Mitte. Dann rutschen alle Elemente, die hinten sind, um einen Platz nach vorne, damit das wieder ein geschlossenes Array ist. So funktioniert eine Array-List. Und wenn ihr euch jetzt gerade die Nummer 42 gemerkt habt und wollt dann als nächstes auf die 43 gelaufen und inzwischen ist der an der 43 ist aber vorgerückt, der ist jetzt auf der 42, dann habt ihr einen Teil verpasst. Kann man jetzt schlimm finden, muss man nicht schlimm finden. Java findet das bedenklich und sagt, nö, wer sowas macht, der gehört bestraft. Und tatsächlich merken die das einfach, wenn du auf so ein Array-Lesen zugreifst. Die benutzen dafür so einen Iterator, so ein extra Objekt, wo sie sich genau aufschreiben, jetzt bin ich gerade da, jetzt bin ich gerade da. Das meldet sich bei diesem Ding auch an, bei dem Array, durch das ich gerade durchlaufe, wie so ein Listener. Und dann wird so ein Property-Change gefeuert und dann sagt der Iterator, wurde geändert, während ich da durchlaufe, seid ihr nicht ganz dicht. Wenn jetzt nur noch einer was fragt, dann mache ich aber sofort die Grätsche. Ne? Wenn du dann deine Schleife terminierst, ist alles gut, aber wenn die Schleife nochmal versucht, den nächsten abzufragen, dann sagt der, weiß ich nicht, hier hat einer geändert. Ne? Böse, böse Sache. So, lange Rede, kurzer Sinn. Zwei Roboter, die an dem gleichen gelben Zettel rumschrauben, böse Geschichte. Ne? Die hauen sich gegenseitig auf die Finger, die verhaken sich mit ihren Metallärmchen und dann macht das ganze Programm vollkommen die Grätsche. Das darf nicht passieren. Und deswegen ist dieses JavaFX so unfassbar zickig, wenn du aus dem JUnit-Test raus auf dem Model so ein Have-Item aufrufst oder so einen Who-Have-Hero oder irgendeinen Scheiß aufrufst, weil das schreibend ändert, Listener ausruft, das wird dann, dadurch wird dann anschließend an so einem V-Box, H-Box irgendwo rumgeändert und dann sagt der, hallo, du bist gar nicht mein Platti, das ist ein Fremder. Geh weg. Ne? Und die fragen einfach jedes Mal, wenn du eine Änderung machst, wer bist denn du eigentlich? Und wenn du der Falsche bist, dann werfen die diese komische Exception. Ne? Man kann auf magische Weise den Thread, in dem man gerade aus, kann die Methoden, so einen Abruf machen und fragen, wie heißt du eigentlich, Alter? Ne? Wenn du hier an mir rumfummeln möchtest, wenn du hier dann in so ein Feld reinschreiben möchtest, wer bist denn du? Und dann sagen die, ja, aber weg, Leute, nee, dich kenne ich nicht. Du gehst mal schön weg.
und fertig. So, ja, doof. Was ist hier zu tun? Was man machen muss, ist, der Main-Thread muss dem Platti sagen, mach du das bitte. Der darf das nicht selber machen, sondern der muss einen Call-Frame basteln, so einen Methodenaufruf in so einem Lambda, den hier in die Inbox vom Platti tun, und dann macht Platti das. Na, fertig. Dafür braucht es dieses Plattform-RAM-Later. So, damit kommen weitere Probleme. In dem Moment, wo ich hier dieses Plattform-RAM-Later mache, lege ich diesen Zettel beim Platti hin und dann bin ich ja fertig mit dieser Zeile. Und dann mache ich sofort, macht Main den anderen oder JUnit oder wie der ist. Das heißt, der macht jetzt dieses Click-On. Auf den Party-Button. Unter Umständen macht er das schon, bevor ich den Screenshot fertig habe. Drückt er schon auf diesen Button und sagt, jetzt geh mal bitte zum nächsten Screen. Wechsel mal die Szene. Ja? Du kriegst, sobald du zwei Roboter hast, die nebeneinander herarbeiten, sofort Timing-Probleme ohne Ende. In den Discord-Threads haben die gesagt, ja, dafür machen wir jetzt mal dieses freundliche Welt-Othering irgendwie so. Ne? Was im Wesentlichen bedeutet, dass der Mainbot den Platti fragt, sag mal, hast du noch was in deiner Inbox oder liegt mein Zettel da noch? Ne? Und dann sagt der Platti, naja, jetzt ist es fertig. Ne? Das heißt, der hier guckt nach, ob hier in diesem kleinen Inbox-Ding, dieser Postbox, noch Elemente drin stehen oder nicht. Ne? Und wenn das leer ist, dann macht dieses Wait-Othering weiter. Ne? Das heißt, da wird dann einfach der hier, da geht der erstmal Kaffee trinken so lange. Ne? Und dann guckt er irgendwann wieder danach. Das ist die eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Tatsächlich funktioniert das bei diesem TestFX-Roboter viel einfacher. Das Click-On hier, der macht das gar nicht selber. Sondern der macht genauso einen Plattform-Run-Later. Das Click-On ruft intern, macht der so einen Lambda-Ausdruck und sagt dem Platti, kannst du das bitte machen? Weil du kannst das besser als ich. Ne? Also du hast viel besseren Zugriff auf den Speicher von diesem ganzen Kram. Und das Click-On macht anschließend so einen Wait-Othering. Ne? So, jetzt habe ich so einen Plattform-Run-Later gemacht, ich habe ja keinen Wait gemacht. Das heißt, ich lege jetzt ein so einen Zettel. Zettel. Ctrl-C, Ctrl-V. Hier beim Platti rein. Platti nimmt sich den irgendwann, weil er auch gerade Langeweile hat und fängt an, den abzuarbeiten. Ja, und hinterlegt, aber er macht sich eine Kopie davon, weil er sagt noch, nee, ich bin noch busy. Ne? Also jetzt nicht gleich den nächsten machen. Was ich jetzt mit dem Click-On mache, ist, ich baue einfach noch so ein Ding und lege den hier wieder in diese Inbox. Das heißt, nachdem ob Platte den schon genommen hat oder ob der noch bei einem noch was anderem gerade dran war, ich tue die einfach da alle rein. Und das ist eine FIFO, First In, First Out. Das heißt, der Platti holt sich die in der Reihenfolge ab, in die da reingetan worden sind. Das heißt, der holt sich erst diesen Plattform-Run-Later-Machen-Screenshot-Job ab, macht den. In der Zwischenzeit lege ich schon mal so einen Click-On-Job da rein und von mir aus sogar noch mehr, aber eigentlich lege ich nur diesen einen Click-On-Job da rein und dann warte ich. Na, und dann, wenn der den hier fertig abgearbeitet hat, dann holt Platte sich hier diesen Click-On-Job, arbeitet den ab und im Prinzip, wenn der auch fertig ist, sagt er dem Main hier Bescheid, du, wir haben das jetzt klar. Na, jetzt kannst du das machen. So, das Click-On ist tatsächlich noch ein bisschen komplizierter. Ich gebe dem ja so einen Namen in, das heißt, der macht als allererstes so ein Lookup. Und dieses Lookup macht er auch schon nicht selber, sondern dafür schreibt er schon einen Zettel und gibt sie dem Platti. Ja, oder eigentlich ist die Methode, die er dem Platti gibt, die, bitte mach doch mal so ein Lookup. Und wenn du das jetzt gerade nicht findest, dieses Element, dann warte doch bitte, mach so ein Wait-Othering. Vielleicht erscheint das ja gleich. Vielleicht gibt es gerade irgendeinen Job, der noch im Hintergrund läuft. Da passieren komische Dinge, wie die das machen. Also, das ist eine relativ komplizierte Zusammenarbeit. Womit wir endlich dabei wären, womit wir heute eigentlich anfangen wollten. Und wir haben jetzt eine Stunde rum. Das kommt ungefähr hin. Das war so, was ich gedacht habe. Wir wollten ja so ein Single-User-to-Multi-User-Support-Geschichten machen. Dass so zwei kleine Bots
auf dem gleichen Hauptspeicher arbeiten. Braucht man manchmal. Ist aber eben, funktioniert nur in einem Java Virtual Machine. Ne, in einem Java-Programm-Hauptspeicher-Ding. Da können mehrere Bots in parallelen Threads zusammenarbeiten. Das ist nicht normal. Normal ist, dass man Programme hat, die nacheinander auf dem Rechner gestartet sind oder auf verschiedenen Rechnern. Und tatsächlich ist das für das Programm vollkommen Schnurzpiep, wenn die App von Alice und die App von Bob, ob die alle auf meinem Laptop hier laufen oder ob eine bei mir läuft und eine bei Clemens, ist jetzt für das kleine Männchen, was da drinnen wohnt, scheißegal. Das kleine Männchen, das Alice seine App ausführt, oder die beiden, ne, da gibt es ja einen, der die Stage macht und einen, der den Main-Job macht, die sehen nur ihren eigenen Hauptspeicher und Alice kann den Hauptspeicher von Bob nicht sehen. Ihr habt alle irgendwann nächstes Semester Betriebssysteme? Ihr hattet die noch nicht, ne? Betriebssysteme habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Das sind eigentlich Themen aus dem Bereich Betriebssysteme, die wir heute besprechen. Die Betriebssysteme ist ein Programm, wieder so ein kleiner Bot, der zum Beispiel das mit den Fenstern verwaltet, aber der auch den Hauptspeicher verwaltet und die Festplatten verwaltet. Und im Wesentlichen ist das Betriebssystem dafür zuständig, dass diese kleinen Männchen, die wir gerade hatten, hier Main und Platti, dass die ihren Hauptspeicher sehen, aber niemals den von anderen Programmen, die auch gerade laufen. Dafür gehen wir jetzt mal gerade hier in so eine kleinere Zoom-Sicht und dann machen wir mal irgendwie hier so einen unfassbar fetten Balken hin. Sit om. Und den machen wir mal in der fettesten Strichstärke, die wir haben. Na, da ist eine Grenze. Und da können die beiden hier nicht rüber. Na? Und wenn das hier vorne Alice Main ist und der Platti von Alice. Ja. Sit. Ctrl C. Ctrl V. Ja. Dann läuft hier nebenan der gleiche Scheiß für Bob ab. Na? Und hier zwischen gibt es eine Grenze und das kann sein, eigentlich ist es für diesen Main und diesen Platte hier vollkommen egal, wie weit die Jungs hier weg sind. Ob die auf dem gleichen Rechner sind, auf einem anderen Rechner, im gleichen Gebäude, auf einem anderen Rechner, in einem anderen Rechenzentrum, mir doch egal. Wenn ich von da nach da sprechen möchte, muss ich eine TCP-IP-Connection aufmachen. Habt ihr alle schon bei Klaus David Easy-OSI-Stack kennengelernt? Eieieiei, was können hier junge Leute eigentlich? Also, das lernt ihr beim Klaus David, wie Internetkommunikation prinzipiell funktioniert. Na? Ist ein Wahlding. Ist keine Pflicht. Ist keine Pflicht. Sollte man sich mal unter Umständen anhören. Na, weiß ich nicht genau. Ja. Also, wie funktioniert das mit dem Internet? Im Wesentlichen ist es so, dass diese virtuelle Maschine, die so im Hauptspeicher lebt, wenn die auf irgendwas außer des eigenen Hauptspeichers zugreifen möchte, dann fragt die prinzipiell das Prinzipsystem. Wir sind es gewohnt zu sagen, ja, so ein Computer besteht aus CPU, Speicher und Festplatte. Das ist gefühlt falsch. Tatsächlich, aus Sicht von diesen beiden kleinen Männchen hier, ist das nur ein bisschen Hauptspeicher. Viel mehr habe ich eigentlich nicht. Die ganze Peripherie wird irgendwie ist relativ. Ne? Und wenn ich darauf zugreifen möchte, muss ich mir im Prinzip da irgendwie einen Bus hinlegen, eine Datenverbindung für machen. Festplatten sind typischerweise im Computer relativ fest zugeordnet, aber tatsächlich kann man auch Laufwerke freigeben, damit die woanders im Internet verwendet werden, im Hausnetz, auf anderen parallelen Rechnern. Ganz, ganz viele Arbeitsgruppen haben so einen Shared Drive im Prinzip, wo eine Festplatte ist, die von vielen Computern gemeinsam verwendet wird. Da hat ein Computer hat seine Festplatte freigegeben oder einen Teil seiner Festplatte, der dann woanders gemountet wird. Das heißt, mein Computer
kann auf diese Festplatte zugreifen, die auf irgendeinem Server liegt. Ganz woanders, und das geht über Internetmechanismen magische Weise. So, und im Wesentlichen funktioniert das so, dass, irgendwer da wieder so eine Postbox anlegt. Ja, und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen. Wie machen wir das jetzt mal am einfachsten? Wir nehmen hier nochmal diesen ganzen Laden. Ja. Ah, oder vielleicht nur den Teil. So, wunderschön. Ctrl-C, Ctrl-V. Und das schieben wir jetzt mal so hier nach unten. Dann können wir hier, schieb es doch mal bitte nach unten. Wenn man den Rand berührt, dann macht er das nicht. So, jetzt schieben wir es mal noch weiter nach unten. IH. So, ja, wunderschön. Und dann nehmen wir hier mal so einen Balken, Ctrl-C, Ctrl-V, und den legen wir mal hier unten so quer. IH. IH. So, das hier Mist. Das hier ist jetzt unser Server. Ich trage das dann mal ein, ihr könnt das wahrscheinlich gerade nicht lesen, aber dann wissen wir das. Das ist jetzt ein Chat-Server, das ist der, den wir hier neu bauen wollen. Wenn Alice mit diesem Chat-Server hier sprechen möchte, den hier nenne ich mal Alice. Ah, das ist ein bisschen schief, aber was soll's. Den hier nenne ich mal Bob. Und die haben dann Alice-Platti und Bob-Platti, das ist schon irgendwie klar. Ne? Die möchten jetzt bitte mit so einem Server sprechen, ne? Übers Internet. Ne? Und dann sagen die im Wesentlichen, wir machen jetzt mal einen sogenannten Web-Socket auf. Ne? Und das ist jetzt in diesem Jahr neu. Letztes Jahr habe ich das noch mit einem nackten TCP-IP-Socket gemacht. WebSocket ist so eine Architekturlayer, oben drüber ist unfassbar komplizierte Technologie, fühlt sich aber viel einfacher an. Na? Und was im Wesentlichen bedeutet, dass irgendwann hier jemand sagt, ey, ich würde gerne mit dir regelmäßig Daten austauschen. Und was man dann macht ist, man nimmt sich hier so einen kleinen Typen und sagt, ich stelle mal jemanden ab. Also was eigentlich passieren muss, ist, dass... Ctrl-Alt-G, irgendwie Group. Gruppen. Dann, gruppieren. Fick. Ich krieg das noch hin. Hab Vertrauen. So. WebSocket, nennen wir es doch einfach so. Beide, unser Server und unser Client, legen sich so eine Art WebSocket an. Das ist jetzt noch ein bisschen vereinfacht, aber kommt schon relativ gut hin. Das Problem ist jetzt, wenn Alice dem Server eine Nachricht schickt, dann ist ja auf der Serverseite auch so ein Main-Bot, der sagt, ich bin busy, ich habe keine Zeit, darauf zuzuhören. Das ist ungefähr das Gleiche wie unser Platti, der sagt, wo das Main-Ding gesagt hat, ich habe keine Zeit mehr auf irgendwelche Mausklicks zu hören, da muss sich jemand anders drum kümmern, da wird jemand extra eingestellt. Genauso wird für so eine Socket-Verbindung jemand eingestellt, der die Nachrichten, die da ankommt, abarbeitet. Ne? Das ist, weil der Hauptthread hat gerade was Besseres zu tun. Ne? Hat er vielleicht nicht wirklich, vielleicht eidelt der nur rum, aber der sagt, ich habe hier meinen Prozedurkeller, ich mache nur meinen Kram, geh mir den deinem Scheiß nicht auf den Geist, da machen wir einfach einen neuen. Das heißt, wir stellen prinzipiell jemanden ein und der kriegt dann hier genau wie der von den Plattformen Run Later so eine eigene Inbox und fertig. Und dann können wir loslegen. Jetzt kann Alice
so eine Nachricht machen, was im Wesentlichen bedeutet, dass auf magische Weise hier so ein Frame über die Leitung geblasen wird, das muss serialisiert werden, da wird eine Message raus, die kommt dann an und landet hier bei dem Websocket von unserem Server, schreiben wir da noch Server dazu, in der Inbox und der arbeitet die das ab. Und das ist hier der Alice-Websocket und fertig. Und ganz genauso, wenn unser Server eine Nachricht an Alice schicken möchte, dann nimmt er so ein Zettelchen und schiebt den irgendwie, serialisiert den auf magische Weise und schiebt den bei Alice in diese Websocket-Box. Und aus Symmetriegründen haben wir das für den Bob auch nochmal. Ah, Mist. Das geht immer nicht. Hier müssen wir erstmal nur so bis hier ziehen. Dann müssen wir ein bisschen scrollen. Und dann machen wir das hier für den Bob auch nochmal hin. Da. Na, und das hier rückt ein bisschen weiter raus. Irgendwie so. Hey, so funktioniert das im Großen und Ganzen. So, wenn jetzt Alice so eine Chat-Nachricht schicken würde wie Hello World, ne, dann würde es so ein Zettelchen basteln, den hier durch diese Leitung schieben, den bei unserem Server in diesem Inbox tun. Da gibt es ein kleines Männchen, das sieht das, fängt an, das Ding abzuarbeiten, macht irgendwelche Dinge, passt dabei auf, dass er diesem Mainbot da nicht auf die Füße tritt, passt auf, dass es diesem Ding, der für Alice zuständig ist, das hier ist der Bob Server Websocket, das ist der Alice Server Websocket, und würde jetzt zum Beispiel typischerweise dann sagen, oho, da kommt eine Hello World Nachricht, das sollen bitte alle wissen. Das heißt, der hat dann irgendwo, kennt der noch alle anderen Sockets und schickt dann eben über die Rückleitung an alle Leute, die es wissen wollen, diese Nachricht zurück. Also Alice schickt einen Zettel, daraufhin macht der neue Zettel und der schickt ihn zurück an den und an den. Und wahrscheinlich brauchen wir dann noch zusätzlich zu dem, was wir hier schon haben. Wo hatte ich denn? Das ist der Platt. Habe ich den schon gegroupt? Wir wissen es nicht. Brauchen wir hier wahrscheinlich noch einen. Auf Dauer. Das ist der Executor. Oder Terminator oder was auch immer. Wir nennen ihn jetzt mal Executor. Der Main-Thread hier, der gammelt immer noch rum. Tatsächlich ist der jetzt dafür da, zu horchen, möchte jemand neue Kontakt für mich aufzunehmen. Und immer wenn jemand neue Kontakt aufnimmt, dann legt er so ein Websocket an und baut im Prinzip hier dieses Paar von Kommunikationspartnern auf. Und es gibt dann einen Executor. Und Alice wird wahrscheinlich den Job, wenn er den bekommt, im Wesentlichen an den Executor weitergeben. Und der Executor hat dann tatsächlich eine Liste von Sockets, die benachrichtigt werden können. Und der schickt es dann raus. Und der Grund ist, warum man dann nochmal ein eigenes Männchen ist, wenn Alice anfängt, an alle Leute eine Nachricht zu schicken und Bob macht das gleichzeitig auch, dann fummeln die an den gleichen Channels rum. Ganz böse Idee. Na, deswegen brauchen wir wahrscheinlich nochmal ein für das Abschicken von Nachrichten einen eigenen Bot, der das macht, um da aufzupassen, dass die Leute das dass das sich nicht ineinander verhakt. Und wir werden das gleich in dem Test sehen, warum wir das brauchen. 17.09 Uhr. Das heißt, ich habe noch 1600, noch eine halbe, 20 Minuten. Ne? Ach, ist ja wie im Fernsehen. Unfassbar viel Zeit. So, gute Stunde lang nur Blödsinn gequatscht. Jetzt geht das mit dem Programmieren los. Das hier war der alte Test. Den lasse ich mal zu Ende laufen. Hiha, der ist jetzt schon abgeschmiert. Fertig. Ich habe einen neuen geschrieben. Ein Group App Client Server Test. Und den gucken wir uns jetzt an.
Und mit dem spielen wir so ein bisschen rum und dann gucken wir, was der so alles so treibt. Und das Erste, was der tut, ist, er schreibt einen Group-Party-Server, ruft er jetzt auf und damit müssen wir ein bisschen rumspielen. Das, was wir jetzt tun, wird Teil der übernächsten Hausaufgabe. Das heißt, da werdet ihr selber auch mal so einen Server schreiben, das muss jeder mal gemacht haben. Ihr werdet selber auch so ein kleines Chatprogramm schreiben, wenn ich die Clemens richtig verstanden habe. Das heißt, jetzt kommen die wirklich klausurrelevanten, hausaufgabenrelevanten Dinge. Das Gleiche werdet ihr auch brauchen im nächsten Semester, im Softwaretechnik-Praktikum, wo wir eine Verwaltungs-App, glaube ich, schreiben dieses Jahr. Sebastian, ja, eine unfassbar tolle App, wo im Prinzip ihr als Studenten nur den Client schreibt und Sebastian Kopay schreibt den Service mit Clemens zusammen. Ja? Und damit ihr wisst, warum dieser Service so rumzickt und wie der intern funktioniert, schreibt ihr jetzt dieses Semester nochmal selber ein. Dann fällt euch das nächste Semester leichter, den zu verwenden und Verständnis dafür aufzubringen, wie der nicht immer so richtig gut funktioniert. Die sind inzwischen ziemlich gut, unsere Services, aber wir wissen es nicht so genau. Ne? Also da geht halt einfach relativ viel ab. Da sind unfassbar viele kleine Bots in diesem Server am Rennen, die sich unfassbar gegenseitig Beinchen stellen. Das ist einfach das Problem. Okay, der Group Party Server sieht gar nicht so schlimm aus. Was wir da benutzen ist JavaSpark. JavaSpark ist ein sehr kleiner, kompakter, mittelkleiner, kompakter Webserver. Also wer immer schon mal einen Webserver programmieren wollte, JavaSpark ist eine Basisbibliothek, mit der man das machen kann. So ein Webserver kann normalerweise so HTTP-GET-Requests abarbeiten und HTTP-POST-Requests und der JavaSpark-Server kann auch noch WebSockets. Ne? Es gibt viele solche Implementierungen für Webserver. Es gibt dieses Spark, das wir jetzt in der Forderung nehmen. Es gibt Jetty, J-E-T-T-Y, der ist noch ein bisschen kleiner, aber der war mir zu nackig, den nehmen wir nicht. Es gibt Spring, das ist eigentlich der, der im Augenblick in der Industrie am meisten verwendet wird, der war mir zu komplex. Und Spark ist so der Kompromiss für die Lehre, was man da gut machen kann. Okay. Die benutzen aus irgendwelchen Gründen unfassbar gerne statische Sachen. Man kann das auch unstatisch verwenden, aber ich weiß nicht mehr wie. Und so steht es in allen Tutorials. Da habe ich gedacht, da müssen wir jetzt auch nichts Kompliziertes machen. Das heißt, Port ist tatsächlich eine statische Methode der Klasse Spark. Hey, lass uns die nochmal angucken. Uhaha. Okay, macht nicht richtig viel. Ne? Und intern haben sie offensichtlich eine Instanz und mit der machen sie das dann ganz. Und da rufen sie das dann auf. Und was das im Prinzip merkt, das merkt sich den Port. Der Port. Der Port ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich hatte gesagt, dass für unseren Hauptspeicher, unsere virtuelle Maschine, für diese kleinen Männchen da drinne, alles, was da so an Hardware drumherum ist, abstrakt ist. Zum Beispiel die Festplatte. Ob die jetzt wirklich im gleichen Computer ist oder übers Netzwerk zugegriffen wird, Aufhebung der Stummschaltung, das bin ich. Nee, eine Frage. Das ist eine Frage? Ja, denke. Nö, ist nur... Handheben. Handheben. Warum hat denn der Stefan Schmelz die Hand gehoben? Ja, also die Frage war, warum nehmen wir denn WebSockets und keine nativen JavaSockets? Weil man bei WebSockets Strings schicken kann und bei nativen JavaSockets Byte-Arrays schicken muss. Und das ist unfassbar bescheuert. Da muss man dann so einen Buffer, muss man dann so einen Reader drumherum machen und da muss man so einen Buffer-Reader drumherum machen, da muss man UTF-8 verifizieren und all so ein Kack. Und das ist viel einfacher so. Und man muss sich um ein paar Dinge nicht selber kümmern. Also insbesondere muss man nicht sagen, setz dich doch mal einer hin und wenn so ein Request ankommt, dann mach irgendwas ganz Kompliziertes. Ne? Sehen wir jetzt gleich. Okay, wir nehmen WebSocket, weil es einfach, weil es leichter ist. Ne? Also ich habe letztes Jahr das noch mit nativen Sockets gemacht. Das geht auch. Das dauert halt einfach doppelt so lang.
Und die Websockets sind irgendwie lustiger. Und außerdem hat Sebastian gesagt, wir wollen die nehmen. Fürs Softwaretechnik-Praktikum, und ihr sollt fürs Softwaretechnik-Praktikum lernen, damit ihr da gut vorbereitet seid. Und nicht wieder rumheult, wir sind nicht gut vorbereitet worden, wie letztes Jahr. Ne? Deswegen machen wir das jetzt zueinander passend. Ah, guter Grund. So, ich sag dem, was hast du für einen Port? Dann baue ich so einen komischen Group-Socket, was immer das tut. Und dann sage ich ihm, hey, öffne doch mal einen Websocket. Und was der dann macht, ist, er schickt ein kleines Männchen raus, das sich da hinsetzt und sagt, wenn jetzt so jemand neu Kontakt zu mir aufnimmt, kümmere dich doch mal um den. Na? Und das macht im Prinzip hier meine Group-Socket-Klasse. Und da gibt es so einen Pfad, wo man den ansprechen kann. So, das heißt, um jetzt so ein Ding hier zu erreichen, das können wir uns gleich mal angucken. Juhu, nein, ja hier, wo passiert das? Connect to Server. Irgendwo habe ich hier einen Klartext, unfassbar lange, schöne Adresse. Websocket Client, da. Iha. Kann ich nachher sagen, den Typen würde ich gerne sprechen. Der wird durch eine URI, Unified Resource Identifier, benannt. Der besteht vorne aus einer Protokollbeschreibung. Normalerweise steht da HTTP, ne, für Hypertext Transfer Protokoll. Damit mache ich einfach nur, an welches Morse-Alphabet wollen wir beide benutzen? Wie sprechen wir miteinander? Ne? Oder welche Sprache, Internetsprache sprechen wir miteinander? Wer sagt jetzt, ich möchte gerne mit dir sprechen und ich glaube, du bist ein Websocket. Dann sagt der Doppelpunkt /, wo meine ich zwei? Das weiß ich nicht genau, weil das so ist. Dann sagt er einen Namen von einem Rechner. Na, und da gibt es so einen Dynamic Name Service, der löst diese Rechnernamen auf. Ich kann hier auch eine IP-Nummer hinschreiben, wenn ich die denn weiß. Ich kann hier Localhost hinschreiben, dann ist das einfach der Rechner, auf dem ich selber laufe. Der hat die 127.0.0.1 als IP-Adresse. Ich kann da auch irgendwie Pentagon hinschreiben, .com oder .org oder .us oder whatever. Dann würde er versuchen, irgendeinen Rechner im Pentagon zu erreichen. Ja, und was er dann tatsächlich tut, ist, er würde für den Aufbau bei diesem Connect to Server im Großen und Ganzen den nächsten Name Service, den DNS Dynamic Name Service, fragen. Sag mal, ich habe hier einen, das ist wie ein Telefonbuch, nachschlagen, was hat das Ding für eine IP-Nummer? Ja, das trifft gut. Das ist ein Telefonbuch, das ist ein eigener Server, das läuft auf euren Routern irgendwo heimlich mit, in eurer Fritzbox ist so ein DNS mit drin, oder der weiß, wo es einen richtigen DNS gibt, und der löst alle diese fröhlichen Dinge miteinander auf. Das ist hierarchisch organisiert, die helfen sich gegenseitig, ganz eingeschworene Gemeinschaft, und ihr lernt beim Klaus David, wie das alles funktioniert. Hey, auf diesem Rechner, den ich da erreichen möchte, das ist ja ein Server, laufen unter Umständen mehrere Programme, und da muss ich nur sagen, welches davon möchte ich denn gerne anrufen? Das passiert einfach mit einer Nummer. Das war, bevor es IKEA gab. Ja, und dann sage ich, ich möchte eine bestimmte Nummer ansprechen. Tatsächlich waren Nummern in den 70er und 80er Jahren unfassbar populär, und Dateien auf meiner Festplatte, die ich ansprechen möchte, werden genauso adressiert. Die haben eigentlich auch eine Nummer. Und für das Betriebssystem ist, ob ich jetzt einen Port aufmache oder eine Datei aufmache, ist ungefähr das Gleiche. Gib mir irgendeine Nummer und greif darauf zu. Ein Port ist jetzt eine Nummer, über die ich nach außen ins Internet sprechen kann. Da gibt es an jedem Computer, der am Internet angeschlossen ist, 64.000 freie Nummern. Weil die haben 32 Bit dafür genommen. Na, oder? Ja. Oder 16 Bit haben die dafür genommen. Das reicht bis 64.000, wunderhübsch. Die kleinen Nummern sind für Standarddinge reserviert. 22 ist ein FTP-Port. Wer weiß, was FTP ist? Ja.
Irgendwo gibt es einen eigenen Port nur für Ping. Wer weiß, was Ping ist? lauter so Dinge. Der Port 80 ist normalerweise schon so ein Internetport. Da spricht normalerweise der Webserver drauf. Der Port 8000 wird auch sehr, sehr gerne für Webserver verwendet. Der Port 8888 wird gerne für Webserver verwendet. Wenn ich ein Programm starte, jetzt müssen wir mal zurück, auf meinem Rechner, wir gehen wieder in unseren Party-Server. Wenn ich einen Server starte und dem sage, 42.42.0 ist meine Portnummer, dann definiere ich im Prinzip einen Telefonanschluss, über den ich erreicht werden kann. Eine interne Nummer, die ist lokal auf meinem Rechner, sage ich jetzt, wenn irgendwie über Localhost oder irgendwas anderes IP-Nummer jemand bei mir aufschlägt und dann die 22.42.0 als Portnummer angibt, dann spricht er bitte schön mit mir. Ja, und auf jedem konkreten physikalischen Rechner, wo viele solche Programme laufen, die solche Portnummern aufmachen, müssen die sich gefälligst einigen, dass nicht zwei die gleiche Nummer aufmachen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt meinen Group Party Server zweimal starten würde, dann würde der erste sagen, jo, super, meine Nummer. Und der zweite würde sagen, hey, ich würde gerne die Nummer 42.42.0 als Port verwenden. Dann würde das Betriebssystem sagen, die ist schon belegt. Geh weg, du stinkst. Ne? Und dann ist Schluss. Dann fliegt mir eine Exception um die Ohren und Ruhe. Also diese Nummer, die ich da definiere, da muss ich aufpassen, da wo dieser Service demnächst irgendwann mal laufen wird in der Cloud, auf der Avocado vom Fachgebiet oder bei Heroku oder wo auch immer, bei Amazon, in der Web-Service-Cloud, da gibt es keinen anderen, der die gleiche Nummer verwendet wie ich. Ne, deswegen muss man sich da so fröhliche Nummern aufsetzen. Und so die Rule of Thumb ist, die ersten 30.000 Nummern oder die ersten 10.000 Nummern, eigentlich so die ersten 10.000 Nummern, da lässt man schön die Finger ab von. Weil es unfassbar viele Betriebssystem-Services gibt, von denen ich gar nicht weiß, dass es die gibt, die diese Nummern alle schon belegt haben, bevor ich diesen Computer überhaupt zu sehen bekomme mit meinem Programm. Also heißt, irgendwelche User-Defined Services, die ihr definiert habt, erstmal schon mal immer schon mal Nummern, die größer sind als 10.000, ne? Und kleiner als 64.000. Weil 64.000 ist die höchste Nummer, die ihr benutzen könnt. Na, 64.000 geht wahrscheinlich noch und wahrscheinlich geht es noch 64.128, aber 64.129.000 ist, dann ist irgendwie Schluss. Ne? Und ich nehme gerne 42.42.0. Ne, kann ich mir gut merken. Das ist doppelt die richtige Nummer und dann noch eine 0 hinten dran. Müsst ihr euch irgendwas ausdenken, nehmt eure Matrikelnummer, die ersten 5 Ziffern, das ist auch eine gute Idee. Okay, Group Socket. So, der Group Socket, das ist der den ich da ja übergebe. Halt nochmal zurück. Ich habe meinen Port definiert und im Prinzip sage ich hier dem Java Spark Service, wenn von außen ein Request reinkommt, der auf slash Websocket endet. Ah, jetzt müssen wir uns wieder diese andere Nummer angucken. Group Websocket Client, da müsste das drinne stehen. Und zwar ungefähr hier. Na? Ich habe hier gesagt, ich möchte mit einem Websocket sprechen. Oder ich spreche die Sprache der Websockets. Ich will den Localhost ansprechen auf dieser Nummer. Und hinter dieser Nummer kann ich jetzt verschiedene Ziele ansprechen. Also dieser Webserver, der Java Spark, kann sagen, hey, ich kann ganz, ganz viele Sachen. Sag mir doch mal, welche Funktionalität du gerne haben möchtest. Oder der bietet eine API an, ein Application Programmer Interface, wo ich viele, viele verschiedene Dinge sage. Unser Server kann nur dieses eine Ding, nämlich WebSocket. Und das habe ich Control-Tab, hier definiert. Als ich gesagt habe, wenn einer Rechnername, Portname und dahinter slash Websocket sagt, dann leite das bitte an den hier weiter. Das heißt, der Aufruf geht dann an meinen GroupSocket. Und mein GroupSocket
hat verschiedene Dinge. Das heißt, hier sitzt jetzt unser kleines Männchen und wartet auf der Inbox, dass irgendwas reinkommt. Na? Und da gibt es ein On New Connection. Und wenn eine neue Connection reinkommt, dann sagt er, boah, den merke ich mir. Und mehr tut er nicht. Na? Was im Wesentlichen bedeutet, er legt sich dafür so eine eigene kleine Inbox an. Das heißt, er nimmt seine Inbox und sortiert die unter in kleinere Inboxes. Ich weiß es gar nicht genau, wie das passiert. Ich weiß nicht, wie viele Threads hier am Start sind, ehrlich gesagt. Nehmen wir mal an, es wäre nur einer, der da spritzt. Vielleicht sind es 3, 4, keine Ahnung. Wenn so eine Verbindung reinkommt, also ich gerade dieses Open da auf der anderen Seite gemacht habe, merkt dann sich der einfach nur, ha, hier ist jemand an der Gegenseite. Und ich habe dafür oben hier so eine Session Map. Und ich merke mir später noch, für jede Session, für jede Verbindung, die ich mit Alice oder Bob habe, welchen Topic möchte der jetzt gerade chatten? Ich unterteile meinen Chat in verschiedene Chat-Channels und die benenne ich nach Topics, nach Themen. Und dann aktualisiere ich bei meinen Chat-Zuhörern als Server immer nur den Topic, für den gerade eine neue Nachricht reingekommen ist. Wenn Alice gerade übers Wetter sprechen möchte, dann kriegen alle eine Nachricht, die sich für den Topic, für den Wettertopic gerade subscribed haben, eingetragen haben. Wie das eintragen geht, zeige ich gleich noch. 10 Minuten noch ungefähr, wunderbar. Okay, on close, wenn der Client schließt, abraucht, die Internetverbindung stirbt, ich mit meinem Smartphone, auf dem ich das laufen lasse, in einen Eisenbahntunnel fahre oder zum hohen Gras raus und keinen Empfang mehr habe, dann fliegt hier so eine Exception, das wird intern gefangen und mein Männchen, mein Websocket-Männchen kriegt die Nachricht in seine Inbox gelegt, du, die Session so und so, die ist tot. Und dann trage ich den aus meiner Session-Map auf. Na? Und dann dieses On-Message hier, das bedeutet, hey, da ist eine neue Nachricht gekommen. Alice hat Hello World geschrieben. Das kriege ich mit dem Absender, in welcher Session ist das gerade eingekommen. Und hier die Nachricht als einfach ein String. Na, und dann geht mein kleines Männchen hin und sagt, oh, das ist ja toll, ich mache mal so ein Server-Got-Message. Na, oder wenn das ist eine YAML-Nachricht, die beginnt mit irgendwas Komplizierten, dann mache ich was Komplizierteres mit, gucken wir uns gleich an. Im Wesentlichen, wenn es nur so ein Hello World war, dann machen wir das, was hier steht. Server got message, wir geben das einfach mal aus der Konsole aus. Und dann machen wir ein Broadcast message. Das macht bei mir auch dieses GroupSocket-Ding. Normalerweise hatte ich jetzt eben gesagt, oh, wäre glaube ich besser, wenn das ein eigener Executor machen würde. Habe ich jetzt hier noch nicht eingebaut. Hat einen lustigen Effekt, den wir uns gleich noch angucken. So lange reicht die Zeit noch. Ich werde ein paar Minuten überziehen, wie das immer so ist. Was ich im Wesentlichen mache, wenn so ein Broadcast ist, dann sage ich, für welchen Topic möchte ich das broadcasten? Und wenn es nur so ein Hello World ist, dann sage ich einfach, der Topic ist leer. Und wenn ich jemanden neu subscribe, dann ist der erstmal auf diesem leeren Topic subscribed. Ne? Also habe ich den in die Session Topic Map eingetragen mit der Session unter einfach, ne, weiß noch nicht, was ihn interessiert. Der kriegt diese General Messages. Broadcast Message macht jetzt eine Schleife über Session Topic Map Entry Set. Na, und jetzt tatsächlich, wenn die zwei verschiedene Leute, dieses On Message hier, von verschiedenen kleinen Bots parallel ausgeführt wird, dann laufen jetzt hier plötzlich mehrere Leute über diese Schleife, während der hier an irgendeiner Stelle, da haben wir schon auch, wenn man sagt, hey, ich interessiere mich für so ein Topic, dann macht hier dieser Code die Eintragung dafür, auch in diesem Session Topic Map. Das ist gefährlich. Das kann sehr leicht zu einer Concurrent Modification Exception führen. Ich habe jetzt mal hier so eine Concurrent Hash Map genommen. Die kommt aus dem YAML-util Concurrent Verzeichnis. Alles, was in dem Java util concurrent library drin ist oder package,
Das sind Sachen, die können damit umgehen, wenn verschiedene Bots gleichzeitig an ihnen rumfummeln. Na, und das ist Battleproof-Software von richtigen Experten gebaut, die da unfassbar komplizierte Fehler gefunden und ausgemerzt haben. Diese Software, alles was in dem Package ist, das funktioniert auch nebenläufig. Alles was ihr oder ich oder Clemens oder Sebastian programmiert, no way. Na, das ist was für extra fortgeschrittene Experten. Das machen die Java-Götter themselves. Ne? Nicht mal so Halbgötter wie ich, sondern die richtigen Götter. Na, also die, die machen das und wir lassen da schön die Finger von und vertrauen darauf, dass die das richtig machen. Ne, das ist unfassbar kompliziert und wie leicht man sich da ins Knie schießt. Prinzipiell haben so ganz am Anfang die Götter gesagt, ihr habt ja das Synchronized, damit kriegt ihr das schon hin. Wer kennt Synchronized? Java, Synchronized. Ne? Braucht ihr nicht wissen. Für die, die das kennen, wer das versucht mit Synchronized, das ist so ein ganz elementarer Basismechanismus selber hinzukriegen, schießt sich garantiert ins Knie. Diese Nebenläufigkeitsprobleme sind unfassbar bösartige Fehler. Wenn man da irgendwie was falsch gemacht hat, diese Concurrent Modification Exception, die durch zwei verschiedene Threads ausgelöst wird, die sind deswegen so bösartig. Heute programmiere ich das, dann ist Weihnachten, ich fahre in Urlaub, das Ganze ist deployed, 100 Leute benutzen das jetzt schon seit über einem Jahr, alles ist gut. Und peng, Heiligabend, 18 Uhr, fliegt mir ein Fehler um die Ohren. Und dann kann ich auf diesen Fehler gucken, so lange wie ich will. Ich kriege den nicht rekonstruiert. Ich muss wieder ein Jahr warten, bis der wieder auftritt. Und ich werde diesen Fehler ums Verrecken nicht finden, weil ich ihn nicht rekonstruieren kann. Ich kriege dieses Timing-Verhalten, das dazu führt, dass der eine Bot genau in dem Moment, wo der andere die Schleife macht, da eine Einfügung macht. Das ist unfassbar schwer hinzukriegen. Das kriegst du mit einem Test nicht erzeugt. Unfassbar schwer. Es gibt so ein paar Random-Testing-Verfahren, die kriegen das unter Umständen mal hin, aber du bist wirklich am Arsch. Sobald du den Debugger anmachst und irgendwo einen Breakpoint hinsetzt, ist der Text sowieso, ist der Bug weg. Weil dann du das Timing so durcheinander brachst, dass es eh nicht mehr auftritt. Na? Das heißt, du hast mit dem Debugger keine Chance. Wenn du irgendwo einen System-Out-Printline hinmachst, um dir ein Protokoll zu schreiben, um zu gucken, was passiert denn da gerade, ist der Bug weg. Weil du das Timing so verändert hast, dass es nicht mehr auftritt. Ja? Und du bist, dann machst du es wieder weg, dann ein halbes Jahr später tritt er wieder auf. Diese Dinger sind so unfassbar bösartig, dass deswegen, mehr oder weniger deswegen die Software-Technik gegründet worden ist, um zu finden, wie geht man damit um. Und Java Util Concurrent ist die Antwort. Mehr oder weniger. Und Executor. Und da lernen wir noch im Prinzip einfach nur sagen, Alter, Alte, organisier deine Bots so, dass sie gefälligst jeder ihren eigenen Arbeitsbereich haben. Zwei Bots, die an den gleichen gelben Zettelchen rumfummeln, ist einfach eine blöde Idee. Tu das nicht. Das ist die ganze Idee. Also das ist die Antwort der Softwaretechnik. Wir haben lange überlegt und dann ist prinzipiell die Idee, zwei Leute, die gleichzeitig an demselben Zettelchen rumarbeiten, nee, ganz, ganz schlecht. Bevor wir das eingesehen haben, haben aber die richtig Hardcore-Götter eben dieses Concurrent Hashmap gebaut. Das kann das jetzt auch. Na, aber tatsächlich ist das keine gute Lösung. Und ich als Softwaretechniker traue diesen Java-Göttern auch nicht, weil was die da machen, ist dunkle Magie. Und ich, deswegen sage ich immer, geh weg, weiche Satan, lass mich damit in Frieden. Und du garantierst mir doch nicht, dass das irgendwie garantiert passiert, sondern ich mache das einfach mit einem anderen Executor. Wie das geht, zeige ich nächste Woche, leider nicht mehr heute. Aber wir sehen jetzt gleich mal, was das wirkt, wenn man es nicht macht. Also im Großen und Ganzen bin ich einigermaßen safe, aber nur so einigermaßen. Und dieses Broadcast macht jetzt hier so eine Schleife. Wenn da irgendwie parallel dran rumgeändert wird, kommt das, haben die Götter versprochen, mit klar. Und schickt dann hier eben, sagt jetzt, okay, wenn da für so ein, ich lasse mir Entries zurückgeben, wer kennt das? Das ist eine Map, da gibt es immer ein Key-Value und so ein Entry ist so ein Key-Value-Pair. Ne? Und da kriege ich jetzt einfach alle nacheinander gesagt, der Key ist in dieser Map die Session-Objekt. Der Value ist der Topic, für den ich mich gerade subscribed habe. Im Augenblick alle Leerstringen.
Wenn von dem Value, das ist der Topic ist, für den diese Nachricht ist, dann sage ich, hey, Entry, gib mir mal den Key, das ist die Session. Get Remote ist im Wesentlichen, gib mir mal den Hörer. Send String, dann schicke ich die Nachricht dadurch. Und da kann ich einfach so einen String schicken und die ganze Byte-Array-Geschichten macht der für mich. Wunder, hübsch. Puh. Wo waren wir? Nicht mehr lang, hab Vertrauen, noch 7 Minuten oder so. Ich muss nur meinen Test wiederfinden. Nein, noch weiter zurück. Gebt mir meinen Test. Wie wäre es mit Ctrl-Tab? Hier. So, das alles ist passiert, als wir diesen Group-Party-Server hier gebaut haben. Wir haben den Port angelegt. Wir haben prinzipiell gesagt, hey, wenn da einer auf /Websocket reinkommt, dann schickt das an diesen Socket weiter. Diesen Socket haben wir auch schon angelegt. Der ist im Augenblick noch leer. Jetzt, hier sind wir wieder im JUnit. Noch ein ganz anderer Thread. Na? Und vielleicht nochmal, das ist auch etwas, was ich hätte sagen sollen. Ich mache das hier in einem Test. Na? Dieser Group Party Server stellt einen eigenen kleinen Bot an, der prinzipiell meine Socket-Verbindungen da handhabt. Ne, da haben wir also mal mindestens einen, wenn nicht 2 oder 3 Leute, die da arbeiten. Und die jetzt da die Inbox nämlich haben und warten, dass was passiert. Ne, auf so einen On-New-Connection oder On-Message im Prinzip warten oder auf ein Ding drauf. Das habe ich normalerweise auf einem anderen Rechner laufen oder vielleicht auf meinem eigenen Rechner in einem anderen Programm, auf jeden Fall mit getrenntem Hauptspeicher. Wenn ich aufpasse, dass das kleine Männchen, das hier in dem Party-Server läuft, nicht an irgendwie Dingen rumfummelt, die mein Test macht, sehe ich den Unterschied nicht. Ja, also wenn ich sorgfältig softwaretechnisch richtig programmiere, dann können die sich auch ruhig einen Hauptspeicher teilen. Hauptsache, die sind sich mental bewusst, dass zwischen den gelben Zetteln und den gelben Zetteln, den gelben Zetteln und den gelben Zetteln, die hier noch nicht angelegt sind, dass die ja gefälligst so gedanklich einen Strich dazwischen ziehen und sagen, das gehört mir nicht, da gehe ich nicht dran. Na, müssen wir Vertrauen haben, kann man auch prüfen, ob das passiert, aber das ist an dieser Stelle die wichtige Voraussetzung. So, das heißt, ich starte jetzt einfach Alice auch in dem gleichen Test, in der gleichen Java Virtual Machine und versprochen, ich sage Alice nicht, dass es den Server auch gibt und dann kommen die nicht auf die Idee, an den gleichen gelben Zettelchen zu pushen. Das ist dann genauso, als ob die in 2 verschiedenen Rechnern laufen würden. Farbvertrauen. Ne? Das ist gelogen. Aber tatsächlich ist so, verteilte Programme, richtig, also mehrere Programme und dann deren Zusammenspiel zu testen in einem JUnit-Test ist tatsächlich unfassbar schwierig. Dafür braucht man eigentlich Docker. Und das lernen wir vielleicht in der Microservices-Veranstaltung oder richtig gut eigentlich erst in der DevOps-Veranstaltung. Ne? Und nicht, oder vielleicht schon im Softwaretechnik-Praktikum, aber eigentlich eher nicht. Das heißt, das ist in den Design-Pattern mache ich, glaube ich, Docker, oder? Weiß ich gar nicht. Es gibt eine Veranstaltung, da machen wir Docker in Design-Pattern. Ne? Genau, das hört ihr in der Design-Pattern-Veranstaltung, wie das geht. Das ist eine andere Art von virtueller Maschine, wo es ein eindeutiges Skript gibt, wie man die starten und runterfahren kann. Das kann man eben dann sagen, mach mal hier ein Rechnerchen mit dem Programm drauf, hier ein Rechnerchen mit dem Programm drauf und hier ein Rechnerchen mit dem Test drauf und jetzt lass das mal alles laufen. Na, da kann man so ein Docker Compose bauen. Das ist für Fortgeschrittene, das machen wir in der Design Pattern Veranstaltung. Hier machen wir es jetzt einfach alles in einer Virtual Maschine, sagen den einzelnen Teilprogrammen aber nicht, dass sie in den gleichen Maschinen laufen und gaukeln denen vor, ihr seid verschieden, ihr dürft nicht miteinander reden, ich sag euch einfach nicht, was der andere, wo der seine gelben Zettelchen hat. Die machen so kleine Stellwände so nebenan, so du darfst nicht bei mir abschreiben, du darfst nicht auf meinem Schreibtisch rumfummeln, damit das funktioniert. Ich habe das schon in den Model Editor reingebaut, weil wir wollen ja, das ist der Model Editor von meiner Party-App, wir wollen ja, dass nachher die beiden Party-Apps miteinander chatten können und dass, wenn Alice bucht, ich habe Brot gekauft, dass Bob das mitkriegt. Oder wenn Bob bucht, der hat Brot gekauft, dass Alice das in ihrer Liste dann auch sieht. Und dafür schicken wir dann nachher dann so strukturierte Nachrichten rum. Und deswegen habe ich das da reingebaut. Es ist unfassbar schön,
wenn ich den Namen habe, von dem diese Nachricht kommt. Deswegen habe ich den Model Editor erweitert um so einen Current Username, damit man das machen kann. Und dann habe ich eine Connect-to-Server-Methode gebaut, die müssen wir uns jetzt noch angucken. Die baut jetzt so einen WebSocket-Client zusammen. Und das ist jetzt der kleine Bot, der bei Alice wohnt. Der da. Na? Und ich glaube, hier auf der Serverseite haben wir eigentlich nur diesen einen, da bin ich mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Also der Bot, der bei Alice wohnt. Den müssen wir uns angucken. Der bekommt den Model Editor als Parameter, weil er manchmal eben auf den logischen Dinge tun möchte. Immer schön mit Plattformen run later drumherum. Soweit sind wir aber noch nicht. Das ist ja der kleine Bot, der jetzt nur an der Internetleitung hängt. Okay, der merkt sich den Model Editor und dann macht der sowas auf. Das kommt jetzt aus, jetzt nehme ich mal nacktes Java. Java X WebSocket, das muss man auch alles im Gradle-Build eintragen, erklärt euch irgendwann Clemens, wie das geht. Was ich noch nicht erzählt habe, war nochmal 5 Minuten, super. Hier oben steht dieses Klammer für Client Endpoint dran. Das ist neu, das war mal modern in den Nullerjahren. Das nennt sich Dependency Injection. Ist im Wesentlichen so ein Mechanismus, mit dem man sich selber ins Knie schießen kann. Sebastian findet den relativ gut, das Spring Framework benutzt das wie blöde, Nest.js benutzt das wie blöde. Das ist eigentlich immer noch unfassbar populär. Ich konnte das noch nie leiden. Was das ist hier, ist eine Annotation. Dann gucken wir uns dieses Ding nochmal an. Ihr könnt selber solche Klammeraffen-Dinger bauen. Alles, was ihr machen müsst, ihr müsst schreiben public Klammeraffe interface Ding. Dann habt ihr eine Annotation gebaut. Na, die können auch noch Attribute haben, also ein Kram. Wenn man so eine Annotation gebaut hat, dann hat das ganz normal, das gibt hinterher eine Class-Datei, die steht mit in meinem Programmcode, ganz normal irgendwie mit drinne. Dann könnt ihr an irgendeine Stelle das Ding importieren, Client Endpoint hier oben. Und dann könnt ihr an eure Klasse Klammer A für Client Endpoint schreiben. Das bewirkt, dass zur Laufzeit irgendwo habe ich das. Klammer A für Test, zeig dich, du Fleischling. JUnit, da an der, ich weiß es genau. Escape, ich habe nur Escape gemacht, geh noch nicht so weit weg, ist alles so unübersichtlich. Ich finde das, hab Vertrauen. Und bei den Messages ist das. Da, bei denen. Nicht bei der, okay, hätte da dran sein müssen. Eigentlich gibt es dann hier einfach bei diesem hellblauen Zettel, der die Klasse oder die Methode in meinem Hauptspeicher repräsentiert, damit ich darauf zugreife, gibt es so ein Feld, das nennt sich Annotation. Und da steht zum Beispiel drin, Klammeraffe-Test. Das heißt, diese Klammeraffen-Geschichten werden auf diese hellblauen Zettel übertragen und die kleinen Bots können sich die angucken. Und JUnit benutzt das zum Beispiel, um zu finden, das ist eine Methode, die ist ein Test, die soll ich jetzt bitte beim Testen ausführen. Das ist schon der ganze Trick. Das heißt, der JUnit geht einfach nur durch diese ganzen hellblauen Zettel hindurch, sucht nach irgendwas, wo Klammeraffe-Test dran schrieb und dann sagt er, das ist eine wichtige Methode, erzeugt von der Klasse ein Objekt und ruft die Methode auf. So funktioniert das im Prinzip. Und das Java Spark macht das genauso. Der sagt einfach dem kleinen Bot, der da innen drin steht, boah, guck dir doch mal diesen hellblauen Zettel an und frag den doch mal, ob der so eine Annotation hat, ob da Client Endpoint dran steht. Die Library, die man da benutzt, ist Javalang Reflect. Könnt ihr auch benutzen, ist kein Geheimnis, ist ein ganz offizieller Java-Mechanismus, mit dem das geht. Mache ich jetzt aber hier nicht weiter. Also, okay, die finden das eine coole Idee, anstatt WebSocket-Client von irgendwas erben zu lassen, was man früher gemacht hat.
Ja, und ja, stimmt schon irgendwie. Das mit dem Erben war total blöd, weil Java nur Single vererben, Single, Super, Single Inheritance hat. Ich kann nur eine richtige Elternklasse haben. Ich kann noch viele, viele Interfaces implementieren, aber das ist irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Da kann ich keinen Code erben. Das ist irgendwie blöd. Und deswegen macht man das nicht so gerne, nur dass man Benutzern aufs Auge drückt, bitte, du musst von dieser Klasse erben. Weil der Benutzer hat diese Klasse von irgendwie in der eigenen, der Endlösungsprogrammierer, ist ganz ein böses Wort, ihr, ne, der Studierende, der irgendwie gerade was programmiert, der hat seine eigene Klassenhierarchie aufgebaut und dementsprechend möchte der das nicht, möchte sie das nicht, da irgendein Kram irgendwie in der Vererbungshierarchie. Da sind die Leute total, die Developer sind da total angepisst, wenn man denen das vorschreibt. Deswegen hat man damals das mit diesen Klammeraffen gemacht. Es gibt Design-Pattern, die das schöner lösen. Und das lernt ihr in der Design-Pattern-Vorlesung. Ach, großartig. So, der WebSocket-Client, der hat Methoden. On-Open. Ja, da steht wieder so ein Klammer dran. Die wird automatisch irgendwie mal von diesem komischen Container, den ich da oben drin war, gerufen. Wenn das Ding geöffnet wird, on-Close. Der Server ist weggeraucht. Dann brauche ich dem nichts mehr schicken. Dann merke ich mir das. Und hier gibt es ein On-Message. Die wird gerufen, wenn der Server an einen der Clients, an Alice oder Bob, eine Nachricht schickt. Na? Und es gibt hier so ein Send Message, das braucht sie noch nicht mal so ein Ding. Damit schicke ich eine Nachricht an den Server. Na, und dafür merke ich mir so eine User Session, die habe ich bei On Open irgendwo gekriegt. Da. Ja, und habe ich mir gemerkt. Da. Und der sage ich dann, hoa, gib mir mal das Async-Remote, warum auch immer, und dann schickt dem mal so einen Sendtext. Ja, und so funktioniert im Wesentlichen diese Kommunikation. So, Client, da ist mein Test. Wir sind fast durch. Hab Vertrauen. Eigentlich könnten wir den jetzt mal laufen lassen, oder? F9. Multi-User-Szenario. Warum ist da so ein kleiner? Der macht mir Angst. Lass uns den hier nehmen. Ja, wunderschön. Super, das hat nicht funktioniert. Ah, einfach nochmal. Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt starte ich diesen Server. F8. Hat das wohl funktioniert? Wir wissen es nicht. Ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, irgendwann gibt er so eine Textnachricht auf. Lass uns mal auf der Konsole gucken, da steht nichts. Gehen wir zurück zum Debugger. Eigentlich müsste der so eine Debug-Konsole irgendwo haben, aber nicht hier. Das ist irgendwo hier. Gibt es auf der Konsole einen Output? Auch nicht. Kann auch sein, dass er einfach keinen Output erzeugt. So, jetzt fahren wir Alice hoch und machen so eine Connect to Server. Dauert schon verdächtig lange. Ist an dieser Stelle ein gutes Zeichen. Jetzt hat er auch irgendwo eine Nachricht ausgegeben. Bin ganz, ganz sicher. Hier, Opening WebSocket für Alice. Wow. Und ich habe keine Idee, wo ich das Ding hingeschrieben habe, dieses Statement. Ich glaube in dem Connect to Server. Da in dem No Client. Da in dem Open. Da kommt sie her, die Nachricht. Ne? Also das ist Alice hat diese Nachricht auf die Konsole geschrieben. Wunderschön. Jetzt gehe ich wieder zu dem Test und da wieder zu der aktuellen Zeile. Hey, lass uns das doch für Bob auch mal machen. Bob, Bob, Bob. Bob, das ging schon irgendwie schneller. Ne? Bob hat jetzt auch so ein kleines Männchen dahingestellt, so ein WebSocket und Server hat so ein Socket dahingestellt. Jetzt haben wir schon drei von denen, die die ganze Zeit an der Telefonleitung hängen oder auf diese Inbox gucken und jetzt wären wir bereit, Nachrichten zu tauschen. Jetzt sagt Alice, gib mir doch mal deinen WebSocket-Client, also und ruf doch mal dieses Send-Message auf, was wir da gerade hatten. Und ja, lass uns das doch mal tun. Dann gucken wir wieder hier und da sind unfassbar viele Dinge passiert. Also, wir hatten dieses Opening WebSocket für Alice, Opening WebSocket für Bob. Server got a message, das passiert tatsächlich, wenn ich dieses Send-Message mache, das gibt der Server aus.
Hello World war die Message, die er bekommen hat. Das ist das, was er das geschickt hat. Und jetzt macht der Server, weil es gab ja keinen Topic, oder wir sind noch auf dem General Topic, einen Broadcast an Alice und Bob. Weswegen dann hier kommt, Bob got a message. Alice got a message. Hello World, hello World. Was ist denn da schiefgegangen? Naja, der Server hat dieses Hello World ruckzuck an Alice und Bob weitergeschickt. Alice und Bob, das sind zwei eigene Bobs, eigene Bots. Ne? Der Alice-Bot, Alice-Socket-Bot und der Bob-Socket-Bot. Die sind dann beide hektisch aktiv geworden, haben sich ihr Zettelchen genommen, haben das ausgeführt. Und zwar ungefähr gleich schnell. Dann haben die beide eine Nachricht geschickt, nämlich so ein Text mit ich habe eine Nachricht bekommen mit dem Text. Und diese beiden Nachrichten werden jetzt gleichzeitig auf dieser kleinen Konsole. Alle drei Bots schreiben hier auf dieselbe Konsole. Und die Konsole wird jetzt von drei Leuten gleichzeitig oder mindestens mal von Alice und Bob gleichzeitig zugetextet. Und dann sagt die so, ja, gib her, nimmt die rechts, links die Zeilen an und stellt die alle dann so durcheinander dar. Das heißt, hier sieht man jetzt mal, dass tatsächlich da zwei Bots gleichzeitig laufen, gleichzeitig Nachrichten an die Konsole schicken und die Konsole, das ist noch ein anderer Bot, der kommt so durcheinander, dass der das jetzt hier die Zeilen in meiner Ausgabe durcheinander wirft. Ja, und wenn ich als Softwaretechniker sowas sehe, dann rollt es mir sofort die Fußnägel hoch und dann sage ich, warum sitzt an dieser Konsole nicht ein eigener kleiner Bot mit einer Inbox, der das ordentlich sortiert? Wie kann das passieren? Da muss doch ein Executor drumherum, da müssen wir jemanden einstellen, der das serialisiert in vernünftiger Form, damit uns das hier nicht passiert. Okay, das war das, was ich heute vorführen wollte. Verrückt. Erstmal, es funktioniert. Ich bin vollkommen begeistert. Ne? Wir sind jetzt auch schon fertig. Ich kann noch ein bisschen mehr machen. Das machen wir nächste Woche. Ne? Also was ich jetzt noch mehr mache, ist, schicke jetzt gleich eine Subscribe-Nachricht. Dafür habe ich mir extra ein neues Data-Transfer-Objekt gebaut. Das hat nur ein Topic. Und das baue ich dann mit YAML-ID-Map in so eine Nachricht um. Dann kriege ich so eine YAML-Nachricht, wo dieses Subscribe-Objekt drin encoded ist. Das sende ich jetzt als String über meinen WebSocket-Client an den WebSocket. Der wird das merken. Wird dann für Alice eintragen. Alice interessiert sich jetzt nur noch für Sachen, die zu dieser Party gehören. Und wenn dann anschließend irgendjemand, zum Beispiel Alice, Hello Bob sagt, dann wird die da diese Schleife durchlaufen. Da steht drin, hey, ich habe zwei Sessions, eine mit Alice, eine mit Bob. Oh, Alice interessiert sich nicht für general Dinge, die will nur noch Turnbreak-Party-Sachen wissen. Ah, Bob möchte es wissen, da kriegt nur noch Bob diese Nachricht. Und tatsächlich, wenn wir unseren Ding hier weiterlaufen lassen, geht der noch? Alt 5 war das, glaube ich. Wir müssen hier in den hier wechseln, dann F9 sagen. Jetzt sind wir da fertig gelaufen. Wenn wir uns jetzt hier den Server angucken, dann sehen wir, dass es jetzt genau passiert. Ne? Also Server got a message. Wenn er dieses Subscribe kriegt, dann sagt er, nee, interessiert mich nicht. Sagt, gibt da nichts aus. Dann, das könnte man nochmal ändern. Dann sagt, kommt irgendwie diese Hello Bob-Nachricht auf der Serverseite an und dann kriegt auch nur noch Bob Nachricht darüber. Das funktioniert soweit. Das gucken wir uns aber alles nächste Woche nochmal in Ruhe. Okay. Also, das ist im Prinzip, wenn es dann fertig ist, gar nicht so furchtbar kompliziert. Der wichtige Punkt ist eigentlich dieses Connect to Server. Dass man, um so einen Bot zu haben, der an so einem WebSocket Gespräch teilnehmen zu können, muss man typischerweise eben drei Methoden implementieren. So, on connect, on close und on message. Ja? Und das macht jetzt bei uns die Clients in diesem WebSocket Client und der Server macht es mit so einem Group Server Socket. Ja? Und dann müssen diese Dinge eben sinnvolle Dinge tun. Ne? Und was passiert, wenn ein Neuer kommt? Was passiert, wenn einer wegstirbt in der Verbindung? Was passiert, wenn eine Nachricht kommt? Und dann läuft die Sache. Und dann kann man eben noch dieses Send
im Großen hier haben und schon fertig. Ne, ist eigentlich relativ cool. Funktioniert auch ziemlich gut. Und wir haben bis jetzt, man kann dann da Hello World drüber schicken oder was wir dann eben nächste Woche machen werden, ist, wir schicken dann strukturierte Nachrichten darüber, diese YAML-Nachrichten. Ne, wir haben schon diese Subscribe-Nachricht kennengelernt und jetzt werden wir einfach Have-Item und Have-Party-Nachrichten darüber schicken. Dann ist es schon okay. Ne? Und was der Service dann einfach nur macht, ist, er verteilt das an die anderen um. Und gut. Was der Service dann auch noch machen muss, der sollte das in einen persistenten Event-Store schreiben. Da werden wir Dateien verwenden. Das machen wir in 2 Wochen. Und dann haben wir tatsächlich einen voll funktionsfähigen Multi-User-Group-App gebaut, wo gleichzeitig ganz viele Leute an ganz vielen Partys arbeiten können. Na, und der Server, der sortiert das alles schön ineinander. Da kannst du immer sagen, ich interessiere mich gerade für die Party. Und alle, die das kriegen, kriegen auch gegenseitig immer das, was sie neu eingetragen haben, auch übermittelt, müssen es dann noch anzeigen. Da müssen wir wieder Plattform-Relater bauen. Und wenn wir das alles kriegen, dann sind wir viel, viel weiter. Dann könnt ihr Multi-User-Apps bauen. Und das ist bei Softwareentwicklung so der zweite Dan. Ne, erste Dan, ich kann eine Desktop-Applikation bauen. Zweite Dan, ich kann Multi-User-Dinge bauen. Dritter Dan, ich kann das mit mehreren Leuten zusammen machen. Ne, vierter Dan, ich kann Vorlesungen darüber halten. Alles klar, da geht's hin. Das heißt, ihr steigt jetzt nächste Woche massiv in die nächsten Level des Informatiker-Himmels auf und ich freue mich darauf. Bis dann. Tschüss.